Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Heute werde ich den Rest der Stahlproduktion in Betrieb nehmen. Alles weitere nach dem Intro. Gut, jetzt wo wir halt beim letzten Mal alles hier schon mal soweit aufgebaut hatten, habe ich mir gedacht, ich werde jetzt so ein paar kleine Änderungen vornehmen. Und zwar werden wir das hier auf jeden Fall mal noch erweitern. Ich brauche dann schon ausrechnen 480 Kohle. Das geht natürlich nur über diesen anderen Miner. Aber ich kann hier schon mal alles soweit eigentlich vorbereiten. Einmal das. Und dann hier auf MK3 umrüsten. So, allerdings brauche ich dann auch zuerst einmal genügend den Stahlträgern hier. So, das habe ich. Dann würde ich mal kurz noch einmal hier schauen. Hier kommt die Kohle an. Das könnte ich dann auch schon mal umrüsten. So, allerdings kommt hier Eisen. Da bekomme ich definitiv nicht genug raus. Deswegen werden wir das hier einmal hier durchleiten. Und dann kommt ihr irgendwo hier wieder raus. So, jetzt müssen wir das mal zwei stellen. Berührt aber nichts, ne? Das kann ich hier dann schon mal verbinden, dann kann das schon mal da reinlaufen. Und dann gehe ich mit den anderen Miner noch mal suchen. 180, dann brauche ich auch tatsächlich noch eine Schnecke. Kann eigentlich nicht so weit weg sein. Da würde ich schon eine sehen. So. Und hier noch mal ein bisschen was in Beeren naschen. Eigentlich relativ einfach. Sammle ich mir wieder alles ein. Dann nehme ich mir hier die gelbe Energieschnecke noch schnell mit. Gut. Ja. Das ging wirklich einfach. Noch einer. Kohle habe ich gesucht. Da ist doch schon mein Kohlevorkommen. Okay, das haben wir schon mal 20. Und dann brauche ich die Ausrüstungswerkbank, glaube ich, ist das immer. Und natürlich ist nicht. Die Werkbank reicht. Dann
mache ich mir da mal schnell noch Energiefragmente. Perfekt. Sehr gut. Dann können wir das nämlich auf 180 übertakten. Passt auch. Oh, super. Jetzt fehlt nur noch das Förderband. MK1, das ist ja nicht das Richtige. Müssen wir mal schnell nochmal abändern. Jetzt war schön gewesen, hätte das nämlich auch gereicht. Voll MK3, ja. Schön. Das Gute an MK3 ist, jetzt kann ich hier 270 Einheiten mit transportieren. Das macht nochmal einen großen Sprung hier. Wo ich hin muss. Da. Das ist doch gar nicht so tragisch. Schön. Schluss muss ich mir auch noch da irgendwie hinbringen. Zuerst einmal gehe ich mir dann noch mal neue Stahlträger holen. Ja. Die reichen nämlich dann. Dann würde ich sagen, einmal schnell noch mal zurück, den Strom anschließen. Und danach kann ich dann das restliche Stück hier noch verbinden. Ich muss die Stromleitung auch mitnehmen, sonst klappt das nämlich ganz sicher nicht. So, dann haben wir hier auch schon 180 mal Kohle. Mal warten, bis die hier ankommt. Dürfte ja eigentlich nicht zu lange dauern. Deswegen kann ich mich da auch schon mal ein bisschen beeilen.
ausschalten. Das können wir rausnehmen. Dauert wohl doch länger als ich dachte. Mir das hier nochmal reißen. Vielleicht nutze ich dann diese Quelle dann nochmal für Kohlekraft. Die Stromversorgung muss ich mir jetzt gleich mal anschauen, wie die im Moment aussieht. Aber da haben wir auf jeden Fall noch einiges an Reserven. Was aber auch gut ist, die werden wir nämlich auch brauchen. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt mittlerweile hier aussieht. Jetzt muss ich hier noch einmal verbinden. Sieht das doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müsste hier eigentlich auch alles anfangen, mal reinzulaufen. Ja. Perfekt. Produktion startet auch. Jetzt ich hier einmal abreißen. Und dann würde ich sagen, machen wir nämlich hier die industriellen Lagercontainer draus. Einmal da einer hin. Dann kommt da noch einer hin. Das stellen wir dann wohl auch hier auf den Kartei um. So werden wir die dann auch zuerst einmal befüllen. Okay. Ich glaube, Steinrohr brauche ich gar nicht so viele am Anfang. Stahlträger sind eigentlich wichtiger.
aus. Das hier fühlt sich jetzt auch so langsam. Einmal kontrollieren, ob ich diesen weiten Miner hier mit dem Eisenerz auch auf 90 betaktet hatte. Kommt hier von hier. Hat sich irgendwo hier hinten versteckt gehabt. Schauen. Sah doch sehr nach einem Weg aus. Oh. Wenn der hier sitzt, dann muss er wohl auch irgendetwas bewachen. Die Frage ist nur, was die denn hier bewacht. Meifer sitzen die ja nicht einfach nur so hier. Scheint aber so zu sein. Ich hätte jetzt hier noch etwas übersehen. Irgendwo noch eine Energieschnecke oder sowas. Sieht nicht so aus. Wobei, hier geht es noch höher. Ganz nach oben. Das bringt mir jetzt im Moment noch nichts. Dann gehe ich lieber noch mal runter. Und dann hole ich mir mal aus der Stahlproduktion, aus den Containern alles raus, was ich da vielleicht noch benötigen könnte. Kann ich aber dafür hier hochgehen. Okay. So. Die Produktion läuft doch jetzt schon mal. Ich zieh mal mit. Rohre holen wir das auch mit. Okay, dann gehe ich nochmal schnell ins Lager und wir sehen uns dann gleich wieder. Gut, dann bin ich wieder im Lager angekommen. Mit den Beeren nochmal einsammeln. Kann ich eigentlich auch zumachen, aber es lohnt sich auch noch nicht. Es wird ja sowieso nochmal alles umgebaut. Die bin ich eigentlich auch abreißen. Brauche ich ja jetzt im Moment auch nicht mehr. Ja. So, dann. Das raus. Das nehmen wir raus. Brauche ich ja alles im Moment nicht. Erreichen wir die 200 hier. So, also. Erweiterte Stahlproduktion hatte ich gesagt. Ja, Quatsch, fortgeschrittene Stahlproduktion heißt es sogar richtig. Und ich sage, machen wir mal hier sofort. Das heißt, es fehlen noch 500 Draht und upsala, 200 Rotoren hier und am Draht liegt es ja natürlich auch wieder nicht. Davon habe ich ja definitiv genug. Mal schnell
haben, habe ich auch noch genug zusammen hier. So, dann schließen wir das mal noch ab. Stahlproduktion. Logistics can be improved with an additional project. Das heißt, okay, MK2 Miner. Super. Dann brauche ich jetzt nur Stahlbetonträger. Die habe ich natürlich noch nicht. Und hier die modularen Rahmen habe ich jetzt auch nicht direkt in der Produktion drin. Das heißt, ich muss jetzt in die Richtung gucken, dass ich da weiterkomme. Gut, also Stahlbetonträger wäre dann das nächste Ziel vermutlich, weil ich auch da anfangen könnte, Phase 2 des Weltraumliftes zu schauen, dass ich da weiterkomme. Das hier sind ja alles jetzt nur noch Sachen. Ja. Modulare Rahmen. Okay, also. Als nächstes gehe ich dann in Richtung modulare Rahmen. Werde ich wohl brauchen. Mal hier schnell schauen. Proteine noch schnell hier alle schön fertig mache. Dann mache ich mir schon mal direkt diese Alien-DNA-Kapseln draus. Ich moment jetzt nicht so, aber dann nehmen die deutlich weniger Platz weg. So, die packe ich mir nämlich dann rein. Genau. Schön. Hier nochmal schauen. Die habe ich auch noch los. Schrauben brauche ich ja wirklich auch nur in der Produktion selber. Von den weiteren Produkte, sonst brauche ich eigentlich keine Schrauben irgendwo. Das ist schon sehr von Vorteil. Gut, also. Genau. Modularer Rahmen hatte ich gesagt, brauche ich jetzt. Schauen wir mal schnell, wo ich die herstelle. Okay, verstärkte Eisenplatten und Eisenstangen. Das ist natürlich schön. Würde ich sagen, fangen wir mal mit 10 Stück an. Was ich bräuchte, 5-mal den Fabrikator. Und dann brauche ich 15 versteckte Eisenplatten. Also nochmal 3-mal den Fabrikator. Und dann mache ich aber ganz schön viele. 160 Schrauben und 90 Eisenplatten benötige ich dann dafür. Das wird schon wieder ein größerer Bauabschnitt, würde ich mal behaupten. 90. Okay. Lass mal schauen, wo wir das hinsetzen. Ich auch noch Eisenstangen für. Gut, das bauen wir uns jetzt mal anders auf. Das muss ich mir aufschreiben, sonst wird das da nichts. Also, wir möchten machen 10-mal die modularen Rahmen. Das sind dann 5-mal die Fabrikatoren.
Dafür benötige ich 15 Versteckte. Versteckte Eisenplatten. Und 60 Eisenstangen. Gut, dann haben wir das. Eisenstangen. Brauche ich ja noch mehr. Dann habe ich versteckte Eisenplatten. Das sind dreimal der Fabrikator. Dafür brauche ich dann 90 Eisenplatten. Und 180 Schrauben. So, die produzieren wir hier hinten beim Fabrikator. Deswegen wechsle ich mal schnell hier rüber. Dann würde ich sagen, fangen wir mit Eisenplatten an. 90, dann machen wir wohl 90, das sind 4,5 mal. Nochmal 5 mal den Konstruktor. Das haben wir also 5 rein theoretisch. Das sind 90, 120, 135 Eisenbarren. Und dann brauche ich Schrauben. Da hatte ich 180 gesagt. Das sind auch 4,5 Konstruktor. Und dann brauchen wir 45 Eisenstangen. Mit den anderen 60 brauchen wir also dann 105 Eisenstangen. Und hier machen wir dann nochmal 5. Und dann brauchen wir noch die Eisenstangen. 105 lässt sich relativ gut teilen, denke ich mal. Das wären dann 7 mal. Der Konstruktor. Und der braucht dann 105 Eisenbarren. So, dann haben wir 105 plus die 135 Eisenbarren für die andere Sache. Sind dann 240 Eisenbarren insgesamt. Muss man schnell hier so einen Schmelzofen. 240, das wären dann 7. Und die brauchen dann auch 240 Eisenerz. Da wird eine Unwandquelle nicht ausreichen für. Das wird auf gar keinen Fall reichen. Da muss ich ja schon eine reine Quelle suchen. Dann gehen wir uns mal in die Richtung ein bisschen umschauen.
wir da so finden könnten. Das ist auch unrein. Dann schauen wir mal hier rüber. Was es da so gibt. Hier eine reine Quelle. Perfekt. Okay. 7-mal den Schmelzofen und einmal ein K2-Miner werde ich dafür brauchen. Ja. So wird das wohl aussehen. Normal verbinde ich doch deutlich schneller als der. Deswegen dürfte mir da eigentlich nichts passieren. So. Ich frage, was ich hierfür benötige. Also auf jeden Fall brauche ich hier nochmal einen zusätzlichen Miner für diesen MK2-Miner. Das haben wir. Und dann Stahlbetonträger. Mal, ob ich die machen kann. Aus Stahlträgern und Beton. Die mache ich mir mal schnell mit der Hand. Das sind ja nur 10 Stück. Das geht relativ zügig dann. Perfekt, das habe ich. Modularer Rahmen. Mache ich hier. Brauche ich auch 10 Stück. Dann brauche ich noch ein paar. Verstärkte Eisenplatten. Kann ich mir mal schnell hier rausnehmen. So, dann können die schon mal produziert werden. Oh, verstärkte Eisenplatten brauche ich ja sogar noch welche. Packe ich mir da rein, hole mir die da raus. Und die 100 hier hole ich mir auch mal mit. Beton. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Dann kann ich in der Zwischenzeit eigentlich schon mal. Oben die Plattform errichten. Auf die 5 legen. So, dann mache ich mir hier gerade eine Plattform, in der ich nach unten laufen kann. Das ist ja das Richtige gewesen. Sehr gut, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Was hier weiter. Ich davon aus, dass ich hier doch etwas mehr Platz benötige. So sieht das doch schon ganz gut aus. Ich kann hier alles schön braten.
Level hat denn? Platten. Na. So sieht das schon ganz gut aus. Auch nicht richtig. So. Hier wollte ich durch. Acht. Das reicht noch nicht so ganz. Aber ist schon mal ein guter Anfang. Schau mal. Spinnen habe ich noch keine gefunden. Habe ich die nicht? Ne, habe ich eigentlich nicht. Können wir schon mal noch freischalten. Stahlbeton, ne, Stahlträger sind das hier nur. Hier habe ich noch keins gefunden. Habe ich dafür aber schon abgeschlossen. Das ist immer viel wert. Schwefel. Überall braucht man diese modularen Rahmen. Das ist echt etwas nervig. Pilzartige Vegetation. Die Spinnenforschung habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Also das hier wäre vielleicht noch ganz gut. Dann brauche ich noch ein paar Stahlträger. Bräuchte ich aber sowieso. So, das holen wir mal mit. Und dann schauen wir mal, wie es denn hier mit aussieht. Reicht noch nicht, dann kann ich auch noch mal schnell zu den Stahlträgern laufen. Dann habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht suche ich mir noch eine Spinne. Ich dachte eigentlich, irgendwo hier hätte mich mal eine angegriffen. Habe ich zwar nicht mit gerechnet gehabt. Aber irgendwo hier müsste eine rumlaufen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Oder hatte ich die vertrieben? Die ganzen Bauten hier. Nicht vorstellen.
Stein. Können wir schon mal mitnehmen. Wo war denn diese Spinne? Nicht vorstellen, dass die plötzlich verschwunden ist. Schnell ein. Ich nehme hier das Quarz mit. Quarz fehlt mir ja sowieso noch ein bisschen. Das eingesammelt, das eingesammelt. Gut. Sieht jetzt nicht so aus, als ob es hier Spinnen geben würde. Hier gibt es nur haufenweise Schnecken. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwann mal wieder auf eine treffe. Wahrscheinlich dann, wenn ich nicht damit rechne. Das ist nämlich meistens so. Gerade an mir vorbeigehuscht. Kleine. Aber trotzdem finde ich die irgendwie ekelhaft. Und dann gucke ich jetzt, dass ich hier schnell wieder rauskomme. Nicht, dass auch noch eine große hinterhergelaufen kommt. Dann geht es nochmal hier nach oben und ich nehme mir hier meine Stahlträger weg. Kann ich eigentlich hier hochlaufen? Das ist auch nochmal wieder Quarz. Muss ich hier leider alles einsammeln. Brauche ich ja für die Forschung. Therum nehme ich mal auch noch mit. Da kann ich auch noch ein bisschen was in der Forschung weitermachen. Steckt eine Schnecke drin. So nicht hoch, aber vielleicht von hier. Ja. Das würde gehen. Gut. Auf jeden Fall genug. So, noch einmal hier hoch. Schauen, wenn das jetzt Beton ist fürs. Ja, jetzt Kalkstein. Schon ärgerlich. Muss ich auch irgendetwas verstecken. Aber was weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich da oben irgendwo.
hier, hier noch mal ein bisschen Quarz mit. Dann schaue ich, dass ich hier wieder runterkomme. So, dann laufe ich mal wieder zurück in mein Lager und wir sehen uns gleich wieder. Bin dann auch schon wieder hier angekommen. Ja, da bräuchte ich mir noch ein paar. Ja, reicht. Und dann schauen wir mal, was ich hier abschließen wollte. Hier war es auf jeden Fall nichts mehr, was jetzt helfen würde, genau. Wir hier zu der Forschung. Das habe ich nämlich jetzt. Sehr gut. So, dann hatte ich hier die DNA-Kapsel noch nicht. Kann ich mir aber noch herstellen. Und die anderen hole ich mir nämlich dann hier raus. Ich will aber noch mehr herstellen. So. Moment. Das kann zurück. Und dann schauen wir mal, hier sind noch mehr. Proteine. Kann ich mir noch 15 mal die DNA-Kapsel machen. Die restlichen werde ich dann einfach gleich nutzen, um die zu verbessern und mir da die Punkte zu generieren. So, was ich auch noch bräuchte, was ich weiß, ist hier dieser Quarz-Sand, aber ich glaube, ich brauche davon insgesamt 200. Das muss ich gleich nochmal schnell nachschauen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es war schon relativ viel, was ich da benötige, um die Forschung abzuschließen. Aber die hier kann ich mir schon mal in der Zeit machen. Und danach hatte ich auch noch ein bisschen Katerium hier. Da muss ich auf jeden Fall noch Katerium-Waren draus herstellen. Das da. Die noch gar nicht freigeschaltet. Schauen wir uns das mal schon an. Bei Schilfe war es nicht. Nein, wir hatten hier einmal die Alien. Organismen. Genau. Das hier wollte ich machen. Perfekt. Ja, Proteine habe ich jetzt keine mehr. Aber nicht so schlimm. Ah, ich brauche. Um Ärzte habe ich nicht genug. Das reicht auch nicht, die habe ich schon. Ja genau, 200 war das. Die habe ich auch noch nicht. Das ist aber auch nicht so schlimm. Dafür haben wir ja noch genügend Zeit eigentlich. So, das kann ich hier wieder alles wegpacken, was ich im Moment nicht brauche. Die DNA-Kapseln werde ich noch einmal schnell in meinen Schredder reinstecken. So, sieht das doch gut aus. Dann würde ich behaupten, können wir beim nächsten Mal direkt mit der Produktion starten von den modularen Rahmen. Die jetzt endlich mal so weit zu produzieren, dass die hier dauerhaft laufen. Eisenstangen hier raus. Bleiben noch keine übrig, wenn ich ehrlich bin.
produzieren wir ja so, wie wir sie hier gerade brauchen. Okay, dann denke ich, habe ich für heute wieder alles erledigt, was ich mir vorgenommen habe. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.